Ja, guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie im Kino des DFF zum letzten Abend einer Reihe, die das Institut für Sozialforschung gemeinsam mit dem DFF hier veranstaltet hat, zum Thema Siegfried Krakauer Film und Gesellschaft. Das ist auch gleichzeitig der Vorabend, zu dem Kolloquium, das morgen beginnt. Ich, freue mich, dass Sie in dieser schweren Schicksalsstunde Frankfurts den Weg hier zu uns gefunden haben. Und wir haben uns gedacht, dass wir, wenn das Spiel beginnt, da oben rechts es klein während des Vortrags und während des Filmprogramms einblenden. Dann war aber die zweite Überlegung, was hätte Siegfried Krakauer dazu gesagt? Und da wir etwas unsicher bezüglich der Antwort waren, haben wir dann schweren Herzens wieder auf diese Idee verzichtet. Ich gebe, der Ablauf des Abends ist so, dass zuerst Heide Schlüppmann ihren Vortrag hält, dann läuft ein Filmprogramm, das sie ausgesucht hat, mit insgesamt 5 Kurzfilmen und danach gibt es die Möglichkeit zum Gespräch. Das Gespräch wird dann moderiert von Daniel Fairfax. Und jetzt gebe ich gleich das Wort an Heide Schlüppmann weiter. Ich werde sie nicht vorstellen, weil ich überzeugt bin, dass jeder hier im Saal sie kennt und dass es bedeuten würde, Eulen nach Athen zu tragen. Und Heide, du bist herzlich willkommen. So. Also, wie Winfried schon sagte, dieser Beitrag ist der letzte einer Film- und Vortragsreihe, die seit Anfang März im Vorfeld der morgen beginnenden Tagung Siegfried Krakauer Film und Gesellschaft hier im Kino, eben die Reihe hat hier im Kino stattgefunden und unter Beteiligung eben des DFF. Und ich danke Felix Trautmann, Nora Neuhaus, Daniel Fairfax und der gesamten Filmgruppe herzlich für die Einladung. Diese Gruppe hat ebenfalls eine Publikation erarbeitet, die gerade erschienen ist. Vielleicht mag die jemand hochhalten. Ich habe sie im Moment nicht hier. Da. Also die ist dann käuflich auch zu erwerben, ne, bald. Und natürlich bedanke ich mich erstmal bei Winfried Günther, der ja auch die ganze Reihe hier betreut hat und für die Filme, also Filmbeschaffung, da sich sehr viel, also sehr engagiert hat. Und aber auch Natascha Gikas und Andreas Beilharz. Bitte, muss ich mehr ans Mikro, mehr hier hingehen? Ja, ist gut, dann gehe ich mehr hier hin, das geht auch. Nein, lass mal, das habe ich gut. Nein, nicht wie nein! Ja gut, aber mir wurde gesagt, wenn ich das zu nah habe, dann ist es auch nichts. Aber ich bitte wirklich, sagen Sie, wenn es nicht zu verstehen ist, aber jetzt bin ich, glaube ich, besser dabei, ja? Ja. Also wie gesagt, auch dem ganz gesamten Kino und auch den hinten in der Technik, Christian und Pamela, auch vielen Dank. Und dann wollte ich auch sagen, dass ich mich freue, dass hier Vincent Zediger und Chrisetya Sukmana mit dann diskutieren werden. Das ist ja so auch das Projekt gewesen in Zusammenhang mit dieser Filmreihe. Ja, also zum Abschluss dieser Film- und Vortragsreihe gehe ich noch einmal auf Krakauers Filmtheorie ein, so wie ich sie sehe. Inkompatibel mit der Wissenschaft Krakauers Filmtheorie. Etwas zur Rezeptionsgeschichte. Krakauers Theorie des Films, Theory of Film, fand nach ihrem Erscheinen 1960 lange Zeit in der Filmwissenschaft wenig Beachtung. Nun gab es sie natürlich in der Bundesrepublik noch nicht so sehr. Krakauer rangierte meistens zusammen mit André Bazin unter Realismustheorien. Einer der ersten, der diese Zuordnung vornahm, war Andrew Tudor. In seinem Überblick über Filmtheorien einer BFI-Publikation von 1977 auf Deutsch vom Kommunalen Kino in Frankfurt am Main, eben hier von dem Haus eigentlich, veröffentlicht.
In dieser Publikation stellte Tudor Krakauer und Bazin unter Ästhetik des Realismus vor. Als naiver Realist wurde Krakauer damals verworfen. Inzwischen ist seine Theorie rehabilitiert. Innerhalb der Filmwissenschaft gehört sie zum Kanon, als eine der letzten sogenannten klassischen Filmtheorien. Offenbar geht es aber seit einiger Zeit auch um die Aktualität Krakauers, wie in der morgen beginnenden Konferenz des Instituts für Sozialforschung oder in anderer Weise in den Arbeiten des Wiener Theoretikers in Sachen Film und Politik, Dredi Robnik. Seit Mitte, Ende der 1980er Jahre ist viel geschehen in der Entdeckung Krakauers, wozu auch Übersetzungsarbeit gehört, wie sie etwa für den französischsprachigen Raum Nia Peribolaropoulou und Philippe Despois geleistet haben. Eine neue Wendung nahm die filmwissenschaftliche Krakauer-Rezeption nicht zuletzt in und durch Mirjam Hansen. In ihrem Buch Cinema and Experience, erschienen 2012, aber es ging eine lange Arbeit zu Krakauer auch und auch Artikel vorher, aber das Buch erschien dann 2012 und dort resümiert sie: Die Theorie des Films stellt für uns heute keine Theorie filmischen Realismus dar, sondern eine Theorie der Filmerfahrung und allgemeiner gesprochen des Kinos als eine sinnlich wahrnehmenden Matrix von Erfahrung. Sensory Perceptional Matrix of Experience. In Hansens Buch bilden zudem der Weimarer und der US-amerikanische Krakauer den Rahmen, wiederum eine Art Matrix, innerhalb dessen Benjamins und Adornos Beiträge zur Frage Kino und Erfahrung erscheinen. Auch das stellt eine Wendung dar, eine Verkehrung der bisherigen Rangordnung, innerhalb deren Walter Benjamin und Theodor W. Adorno unangezweifelt als bedeutende philosophische Theoretiker der Moderne gegenüber dem unsicheren Kandidaten Krakauer fungierten. Ähnlich etwa beeinflusste in den 1980er Jahren Gilles Deleuze als anerkannter Philosoph die Filmwissenschaft mehr als Krakauer, dessen bewusste Enthaltung gegenüber der Philosophie wenig beachtet wurde. Anerkennung im Nachkriegsdeutschland hatte Krakauer hingegen bei der jungen deutschen Filmkritik erhalten, die in den 1960er Jahren auftrat, und zwar neben von Caligari zu Hitler vor allem der Weimarer Krakauer, Filmkritiker, Publizist und Autor von Essays in der Frankfurter Zeitung. Von den Essays war 1963 eine Auswahl im Suhrkamp-Sammelband Das Ornament der Masse erschienen. Worum es der Filmkritik um diese Zeit ging, fasste der Satz aus einem Text Krakauers von 1932 zusammen: Der Filmkritiker von Rang ist nur als Gesellschaftskritiker denkbar. In der Folge wurde Krakauer auch in der kritischen Sozialwissenschaft gelesen und spielte dort, neben den Kulturindustrietheoretikern der Dialektik der Aufklärung, eine Rolle in der Bildung einer Medienwissenschaft, an der in Frankfurt unter anderem Dieter Prokop beteiligt war. Das Interesse der Soziologie an Krakauer geht also auf die 1960er Jahre zurück. Den Weimarer Publizisten selber trennte jedoch bereits Anfang der 1920er Jahre ein Abgrund der Reflexion von der Sozialwissenschaft. Das ist nachzulesen in Soziologie als Wissenschaft aus dem Jahr 1922. Das war ein Jahr vor Gründung des Frankfurter Instituts für Sozialforschung. Mit Soziologie als Wissenschaft schrieb Krakauer eine erkenntnistheoretische Untersuchung, die er schlussendlich als Unternehmen charakterisierte, eine Wissenschaft zu begründen, um hernach ihre Undurchführbarkeit zu erweisen. Diese Abhandlung wird sicherlich noch Thema der kommenden Tagung sein. Kurz und vereinfachend gesagt ist das Fazit der Abhandlung, dass die Wissenschaft nicht zu der mit ihr versprochenen Erkenntnis der sozialen Gesamtwirklichkeit gelangen kann. Es bleiben empirische Einzeluntersuchungen, die, so schließt der Text, die Existenz der Soziologie hinreichend rechtfertigen. Doch offenbar nicht die Theoretiker-Existenz des um die gleiche Zeit mit Søren Kierkegaards Philosophie befassten Krakauer. Soziologie als Wissenschaft dokumentiert vielmehr, wie Krakauer Anfang der 1920er bewusst auf Distanz zur Wissenschaft geht, um ein Erkenntnisinteresse zu wahren. Er tritt in die Redaktion der Frankfurter Zeitung ein. Einmal frei von Ansprüchen der Wissenschaft verbindet er mit diesem Schritt die Perspektive, im Studium von Einzelfänomenen das Interesse an Erkenntnis der sozialen Gesamtwirklichkeit, in der er lebt, nicht preisgeben zu müssen.
Zugleich folgte einem politischen Interesse der Teilhabe an Öffentlichkeit und der Einflussnahme auf Gesellschaft. Der Publizist Krakauer. Als Publizist, Vertreter einer kritischen Öffentlichkeit, widerrief Krakauer die in der modernen Wissenschaft herrschende Trennung zwischen Subjekt und Objekt, zwischen Forscher und seinem Gegenstand, sanktioniert in Max Webers Anspruch einer Wertfreiheit der Wissenschaft. Zwischen den Wissenschaftlern, Wissenschaftlerinnen und der Wirklichkeit werden in Gestalt von Methodik, experimenteller Anordnung und nicht zuletzt von Technologien Zäune hochgezogen. Die Trennung wird aber hinfällig, indem der Erkenntnissuchende sich selber als Objekt versteht, als Teil der gesellschaftlichen Wirklichkeit. Kritisch meint dies Teil des verdinglichten Lebens, emphatisch jedoch ebenso Nähe zu Alltagsdingen wie das Klavier oder das Schreibmaschinchen, so Titel von einigen Essays von Krakauer. Die Erfahrung einer solchen Nähe zu den Dingen allein enthält die Möglichkeit, das zu retten, was vom Subjekt noch übrig ist, nach dem Verlust von Sinn, von Transzendenz, den der Erste Weltkrieg ratifizierte. Denn mit diesen Verlusten geht einher, dass die Wirklichkeit, ich zitiere da eben, in einem entsetzenerregenden Maße ferngerückt ist, ein berühmtes Zitat, denke ich. Und es ist aus dem Essay Die Wartenden, der in der Frankfurter Zeitung vom 12. März 1922 erschien. Das Rettende kommt aus einer dem menschlichen Zugriff entfallenden äußeren Wirklichkeit, von Naturresten, Fragmenten, wie es in dem einige Jahre später 1927 verfassten Text Die Fotografie heißt, Naturresten, Fragmenten, wenn wir sie denn wahrnehmen. Die Grundvoraussetzung, die Wirklichkeit in ihrer gesamtgesellschaftlichen Bedeutung wahrzunehmen und zu erkennen, ist keine wissenschaftlich-technische Versuchsanordnung, sondern eine Haltung, die Haltung des Wartens. Fotografie und Film kommen dann der Erkenntnis entgegen, indem sie den materialen Grundbestand der Welt enthüllen. Krakauers Auffassung von Erkenntnis ist weder kompatibel mit der Wissenschaftsinstitution noch am Ende mit einer freischwebenden intellektuellen Öffentlichkeit. Nahezu alle seine Veröffentlichungen in der Weimarer Republik stehen im Zusammenhang mit der Tätigkeit in der Redaktion der Frankfurter Zeitung. Das heißt, er publizierte als Angestellter, Teil der Masse, verdingt, verdinglicht wie irgendeiner, irgendeine, wie die Tippfräuleins in Nähe zum Schreibmaschinchen. Zugleich erlaubt der Redaktionsjob Freiheit, weil er ihn nicht am Schreibtisch hält, sondern verlangt, sich außerhalb des Redaktionsgebäudes in der Stadt umzutun. Krakauer durchstreifte Straßen, Vergnügungslokale, Arbeitsämter, Filmateliers und Kinos. Zwei Aspekte sind an diesem Arbeitsarrangement bemerkenswert. Zum einen, dass die Erkenntnis an Bewegung hängt und an einem Bewegtwerden durch Wirklichkeitsmomente, denen der Stadtwanderer, um nicht zu sagen Stadtstreicher, begegnet. Zum anderen, dass die Erkenntnis auf eine doppelte Wahrnehmung zurückgeht, die des Journalisten, der ähnlich dem Flaneur unbeteiligt, sozusagen von außen auf das städtische Leben blickt, und desjenigen, der Teil dieser Wirklichkeit ist, sie von innen her kennt. Nicht zuletzt das Leben der Angestellten, die im Fokus vieler der Essays stehen, kennt er eben von innen heraus. Krakauer weiß um ihr mittelständisches Selbstverständnis und Selbstbewusstsein, doch zugleich nimmt er die Zugehörigkeit dieser der Proletarisierung verfallenen Klasse zur Massengesellschaft wahr. Das Kino, im Gestalt der großen Lichtspielpaläste Berlins zumal, ist in den 1920er Jahren der Ort, an dem beide Welten kollidieren, die alte, innerlich psychisch dauernde und die neue, moderne, im Zeichen kapitalistisch-industrieller Gesellschaft. Diese Kollision setzt ein Gemenge von Illusion und Wahrheit, Traum und Wirklichkeit frei und in Bewegung. Ins Kino gehen. Unter all den Phänomenen, denen Krakauer begegnete und über oder durch die hindurch, eine Formulierung von ihm im Geschichtsbuch, also unter all den Phänomenen, denen Krakauer begegnete und über oder durch die hindurch erschrieb, dachte und schrieb, nahm das Kino von Anfang an eine besondere Stellung ein. So enttäuschend die Wissenschaftsinstitution ist, so vielversprechend sind die Lichtspielhäuser. Das Kino ist nicht nur eine unter anderen sozialen oder kulturellen Einrichtungen. Es ist ein Ding, das Krakauer nahe kommt, ihn berührt und mehr als das. Es spiegelt ihm die Genese seiner eigenen Erkenntnis in der kontingenten und flüchtigen Wahrnehmung. Zudem gibt dieser Ort Hoffnung.
Als Kinogänger wird Krakauer Teil der Masse, aber einer Masse von Zuschauern und Zuschauerinnen. Er teilt mit ihnen eine neue Wahrnehmung der Wirklichkeit. In Kult der Zerstreuung heißt es 1926 über das Publikum der Lichtspielpaläste: Hier im reinen Außen, dem Oberflächenglanz der Stars, der Filme, der Revuen, der Ausstattungen, trifft es sich selber an. Die zerstückelte Folge der splendiden Sinneseindrücke bringt seine eigene Wirklichkeit an den Tag. In den dunklen Raum des Kinopublikums ließ sich Krakauer hineinsinken. Als Filmkritiker jedoch blieb er Angehöriger einer bürgerlichen Öffentlichkeit. Das Feuilleton gibt einen Blick von außen vor, der Filme als Teil einer kulturellen Welt der Kunstwerke erfasst. Doch wiederum dieser Blick wird den Filmen nicht gerecht. Film ist keine Kunst, wie es in der Theorie des Films heißt. Daher muss der Filmkritiker immer auch Gesellschaftskritiker sein. Vordergründig erscheint das als Aufforderung zu soziologischer Analyse. Dahinter steht eine Haltung, die Wahrnehmung der Realität im Innern des Kinos ernst zu nehmen. Diese Wahrnehmung muss in den Text des gebildeten Kultur- und Kunstverständigen einfließen und ihn unterwandern. Hierarchien beginnen sich zu verschieben. Den Formen bürgerlicher Öffentlichkeit entgleiten die Wirklichkeitsgehalte, während sie dem Massenpublikum im Kino zufallen. Mit einem Programm Ungenierte Unterhaltung, die Filmkritikerin Frieda Grafe, das im Rahmen von Remake Frankfurter Frauenfilmtage im letzten November lief, hat die Kinothek Asta Nielsen, haben wir dieses Moment in der filmkritischen Arbeit Grafes aufgenommen, obwohl eben Grafe selber ja gar nicht so viel mit Krakauer zu tun hatte. Da gibt es doch eine Korrespondenz in diesem Hingabe auch an das Masskino als ein Kino des Massenpublikums. Hoffnung der Filmwissenschaft. Der Gang ins Kino, die wiederkehrenden Wahrnehmungen, Erfahrungen im Kino, die bis in die 1980er Jahre für die Filmkritiker und Filmkritikerinnen selbstverständlich waren, bilden die Grundschicht von Erkenntnis. Ein vielleicht vereinzelter Einfluss Krakauers auf die Anfänge der Filmwissenschaft an bundesdeutschen Universitäten um 1990 bestand darin, die Präsenz jener Grundschicht der Erkenntnis als Anspruch an die Wissenschaft zu stellen. Sich dagegen zu wenden, über Filme aus einer angenommenen Perspektive der Macher und Macherinnen nachzudenken und zu diskutieren, stattdessen das aus der Wirklichkeit des Publikums heraus, so auch der Studierenden und Lehrenden als Kinogängerinnen. In dieser Wendung verband sich Krakauer mit der feministischen Theorie, die beim Blick der Zuschauerin angesetzt hatte. Eine Utopie hingen wir an. Die Filmwissenschaft könnte in die Gesellschaft wirken, die Kinobewegung stärken, ein Beitrag sein, die Lichtspielhäuser wieder zu füllen und in all dem ein Gegengewicht bilden gegen die Integration in neoliberale Wirtschaft und technologischen Fortschritt. Das war noch gut ein Jahrzehnt vor Bologna. Geworden, so scheint mir, ist aus diesem Projekt Nolens Volens eine Spezialistinnenausbildung in Masterstudiengängen, die sich dem Film als Kulturgut widmen. Die Bezeichnung, ebenso wie die des kulturellen Erbes, hat nicht nur einen konservativen Beigeschmack. Sie erleichterte vor allem auch eine Praxis, Filme in erster Linie als Objekte zu handhaben, die sich digitalisieren lassen, ungeachtet dessen, was mit der Wahrnehmung des Publikums geschieht. Und sie verorten Film im Museum, in dem dann in zweiter Linie vielleicht auch die Wahrnehmung noch eine Nische findet, weit entfernt von den Kinocentern, aber auch entfernt von den kleinen Kinos, die aus mehreren Gründen nicht mehr in der Lage sind, analoge Kopien zu zeigen. Die Hoffnung in der Theorie, in einem mit Krakauer gebildeten Projekt Filmwissenschaft, ist jedoch nicht von ungefähr verloren gegangen. Zu der Hoffnung zu diesem Projekt gehörte eine Praxis, innerhalb der Institution Wissenschaft in Distanz, in Widerspruch zu ihr zu treten. Diese Entzweiung ist heute ein aktuelleres Problem denn je. Wie kann, was von Filmwissenschaft noch übrig ist, ein Gegengewicht gegen den Zugriff der Digitalisierungsindustrie auf den Film bilden, innerhalb einer durch und durch vom Finanzkapital, von Drittmitteln und Eliteprogrammen geprägten Universität? Vielleicht ist es unmöglich, aber vielleicht immer noch Aufgabe einer Filmwissenschaft. Abwesend, anwesend. Die Utopie, die noch um 1990 Filmwissenschaft zu tragen vermochte, ist nicht mehr.
Das könnte Krakauer des Anspruchs entbinden, für die Wissenschaft produktiv zu sein. Mirjam Hansens Buch Cinema and Experience vertritt diesen Anspruch jedoch noch 2012, dem Jahr, als die Digitalisierung auch hierzulande die Kinos ergriff. Das letzte Kapitel des Buchs endet in der Perspektive, dass Krakauers Theorie des Films recht verstanden, offen für die Aufnahme der neuen Filmwerke im neuen Medium sei, sich auf diese ausdehnen ließe. Demgegenüber erscheint mir die Theorie des Films eher als eine Art Arche Noah filmischer Wahrnehmung, aus mehr denn einem halben Jahrhundert, gezimmert in einem Augenblick, als die Entfernung vom Kino bereits einsetzte. Vielleicht sollte ich oder möchte ich möchte an dieser Stelle erwähnen, dass Mirjam und ich uns an der Frankfurter Universität kennenlernten, an der wir beide promovierten, um dann gemeinsam einen Volkshochschulkurs in Zusammenarbeit mit dem kommunalen Kino zu veranstalten. Titel: Realismus im Spielfilm. Theorie des Films als Arche Noah dahingestellt. Jedenfalls ist ernst zu nehmen, was im Vorwort dieses Buches steht. Es handelt sich um eine materielle Ästhetik und das heißt, es geht um Inhalte. Diesen Inhalten, den Filmwahrnehmungen der zugrunde liegenden Kamerarealität gegenüber, tritt auch der Autor der Theorie in den Hintergrund, und mit ihm eine wissenschaftliche oder philosophische Position, die sich in Diskurse einreihen ließe. In den Schriften Krakauers gibt es keine Position, es gibt aber eine Haltung. Die Haltung des Wartens, die der Essay von 1922 einforderte, kehrt in der Theorie des Films wieder als Fähigkeit des Filmmachers im Buch der Natur zu lesen. Der Filmmacher bedarf einer Zurücknahme des Gestaltungswillens, ähnlich der Zurücknahme des Sinngebungs- und Handlungswillens im Warten. Zu einer derartigen Enthaltung gelangte Krakauer bereits, als sich ihm, dem Wartenden, die Zeit öffnete, um ins Kino zu gehen. Dort formierte sich eine Selbstzurücknahme des Intellektuellen, die ihn teilhaben ließ an den Wahrnehmungen einer als dumm geltenden Masse, Voraussetzung wiederum, über Film nachzudenken und zu schreiben. Die Schriften Krakauers zu Film und Kino, die Kritiken, die Essays sind von andauernder Bedeutung, meine ich, weil sie unter seinem Namen eine Autorschaft des Publikums durchscheinen lassen, eine Autorschaft, die es nicht gibt. Die kleinen Ladenmädchen, von denen er schrieb, haben keine Stimme in der Öffentlichkeit. Krakauer maßte sich nicht eine Fürsprache an, als könne er für die ohne Mitsprache Lebenden oder die verstummten Toten schreiben. Umso mehr murmelt ein krakauerischer Ausdruck. Ach, wo ist es denn jetzt, die nächste Seite? Ja. Umso mehr murmelt ein krakauerischer Ausdruck eine empathische Wahrnehmung unter den distinkten Äußerungen des Filmkritikers mit, ebenso wie unterhalb der systematischen Betrachtungen des Filmtheoretikers, der Anordnung seiner Sammlung von Elementen, Bereichen, Formen und Momenten der Filmgeschichte. Nach der Theorie des Films wandte sich Krakauer der Geschichte zu und im Rückblick transformierte sich die lebenslange Haltung in einen Weg, den Mittelweg. Es trifft für Krakauer selbst zu, was er in Geschichte vor den letzten Dingen, in diesem Buch, über Erasmus von Rotterdam schrieb. Im Fall des Erasmus war der Mittelweg der direkte Pfad nach Utopia, der Weg des Humanen. Krakauers Theorie lässt sich als Weg zwischen allen Stühlen von Wissenschaft und Philosophie lesen und nicht nur diesen, den jemand geht, um das Humane zur Sprache kommen zu lassen, das abwesend Anwesende. Absent Present ist der Titel eines Films von Angelika Levy, der Migration, Migrationsbewegungen zwischen den Welten im Nord-Süd-Herrschaftsgefälle vergegenwärtigt. Und nun noch in unserer Zeit. Ach nee, es ist noch das vorletzte Kapitel, ich muss noch ein bisschen Geduld bitten. In unserer Zeit. Krakauer schloss die Theorie des Films mit einem Epilog. Film in unserer Zeit. Das waren die 1950er Jahre. In den 1980ern gab das Buch in der Perspektive einer Filmtheorie nach Auschwitz zu denken. Was heißt das, nach Auschwitz? Der Erste Weltkrieg hatte nach Auskunft des jungen Krakauer eine sinnerfüllte Welt zusammenbrechen lassen. Was blieb, waren die Sinne, denen sich die Wirklichkeit, die Wirklichkeitsfragmente der Welt erschließen konnten oder auch nicht. Sie konnten für einen Augenblick Sinn machen. Die Sinne sind eine physische Realität, die allen Menschen eignet, sie verbindet, auch wenn ein verbindender Geist nicht oder nicht mehr da ist.
Der nationalsozialistische Genozid hat diese physische Verbundenheit der Menschen der Menschheit zerstört. Eine ungeheure Kälte, Empathielosigkeit kam an den Tag. Mit dem Verlust eines physischen Lebenszusammenhangs hat Krakauers Rede von der äußeren Wirklichkeit, von Natur, Fluss des Lebens und Ähnlichem zu tun. Es fehlt dem Autor nicht nur die Gemeinsamkeit eines intelligiblen Subjekts, von der aus er theoretische Überlegungen anstellen könnte, die nicht leer sind. Auch das Selbstgefühl inmitten einer Menschheit ist zerstört. Die Erinnerung aber bleibt und eine rettende Wahrnehmung der Fragmente äußerer Wirklichkeit wird möglich im Zusammenspiel mit einer inneren Vergegenwärtigung von Geschichte. Aus Gedächtnis und Traum bildet sich in der Wahrnehmung noch einmal eine dem Menschen zugeneigte Wirklichkeit. Als Möglichkeit des Films tauchte das Zusammenspiel von Fragmenten äußerer Wirklichkeit und Traum bereits am Schluss des frühen Essays zur Fotografie auf. In der Theorie des Films ist es eigentlich das Thema. Eingeführt wird es mit der Feststellung zweier Grundtendenzen, für die die Namen Lumière und Méliès stehen. Filme und die gesamte Filmgeschichte bewegen sich in der Spannung zwischen der sogenannten realistischen und der formgebenden Tendenz. Im Kinogänger, der Kinogängerin, evozieren sie eine ähnliche Bewegung. Im Kino folgen wir dem Geschehen auf der Leinwand, registrieren es und zugleich nehmen wir es in uns hinein, ruft es dort tiefliegende Erinnerungen und Träume hervor. Auf diesem Mittelweg entstand im Kino eine menschliche Weltanschauung. Anschauung im buchstäblichen Sinne und stellte sich immer wieder her, eine unbegründete, grundlose. Die Theorie des Films entfaltet die Erinnerung dieser Schau, dieser Theoria im sokratischen Sinne. Aber der Weg der Erinnerung führt nicht, wie ihn die Philosophie einübte, zu einem im 20. Jahrhundert ja auch von den Ideen verlassenen Himmel, sondern verbindet uns abermals der äußeren Wirklichkeit, der geschichtlichen Situation. Um am Ende wiederum auch diese in Traum zurückzunehmen, Family of Man. Die letzte Überschrift im Buch lautet so. Das Filmprogramm, das wir dann bald sehen werden, nimmt sie auf. Zuvor noch ein kurzer Versuch, auf den Traum des Kinos im Heute zu schauen, nach Krakauer. Abstraktion sah Krakauer als das Signum seiner Zeit. Sie ist auch das unserer Zeit, genau so und mehr noch. In den 20er Jahren schockierte, wie fern uns die Wirklichkeit gerückt ist. In den 1950ern ist diese Ferne durch Wissenschaft und Technik ratifiziert und die Abschottung der von Menschen gemachten Welt gegenüber der weiten Wirklichkeit, die der Mensch nicht gemacht hat, setzt sich in der globalisierten Gesellschaft durch. Abstraktion, ein Grundprinzip der Wissenschaft, beherrscht in unserer Art zu denken unsere ganze Einstellung zur Realität, wie Krakauer unter der Überschrift »Straßen durch die Leere« im Epilog schrieb. Die Theorie des Films steht heute da wie eine Aufforderung, unser Verhältnis zur Realität zu ändern, das heißt, sich der Konformität mit Technik, Wissenschaft, Technologie zu entziehen, statt umgekehrt die Theorie des Films in den Wissenschaftsdiskurs hineinzuziehen, sie einzupassen. Eine öffentliche Aufforderung, eine Provokation. Wenn sie sich an Filmwissenschaftlerinnen oder Cinephile richtete, dann nicht als Spezialisten, Spezialistinnen, sondern als Mitglieder der Gesellschaft. Angesichts heutiger Diskurse in Wissenschaft und Kunst lässt sich für den Moment festhalten, dass Krakauers Theorie mit der Vorstellung brach, Film sei in unserer Zeit Teil einer Kunstwelt, Kino lasse sich als Kulturphänomen einfrieden. Oder aber es bliebe nichts, als den Film als Medium abzuschreiben an den Fortschritt von Wissenschaft, Technik und Ökonomie. In den 1960er Jahren, das war nach Erscheinen der Theorie des Films, rückten Film und Kino in die Nähe von alten und neuen Protestbewegungen. Deren Bedeutung liegt nicht zuletzt darin, dass sie Menschen verbinden. Das Unerledigte der Theorie des Films ist die Erinnerung daran, dass für Generationen von Kinogängerinnen und Kinogängern das Kino ein vorpolitischer Raum war, ein Vorraum der Sorge um die ferngerückte Wirklichkeit des Anderen, der Natur, der Geschichte. Sorge, die im öffentlich-politischen Raum nicht wirklich greift, trotz Bewegungen etwa wie Friday for Future oder Extinction Rebellion, die mit Covid-19 im Übrigen einen herben Rückschlag erfuhren. Und zum Schluss, seit 2 Monaten beherrscht ein Bild des Krieges, Medien und Politik. Der Mythos vom Kampf um die freie Gesellschaft kehrt wieder und drängt Bedenken ins Abseits oder in den Untergrund.
Nicht mehr allein die manchen zurzeit als Luxus erscheinenden pazifistischen Bedenken, die von Erfahrungen und Erkenntnissen des horrenden Unsinns vergangener Kriege getragen sind. Vielmehr auch und gerade die unbezweifelbar notwendigen Bedenken, die der bedrohten physischen Wirklichkeit gelten, der Menschen und der äußeren, nichtmenschlichen, ohne die eine Gesellschaft, auch die sogenannte freie Gesellschaft, überhaupt nicht existieren kann und Geschichte nicht möglich ist. Geschichte, die etwas anderes ist als die beschworene Zeitenwende, in der sich eine Wiederkehr des Immergleichen manifestiert. Das Kino, auch wenn es nur zu oft herrschende Bilder reproduzierte, enthielt genug Filme und Momente, um es zu einem Ort werden zu lassen, den Wahn des Fremden, des Feindes zu zerstreuen und in der Bedrohlichen die Wirklichkeit anzuschauen, wovon eben bei Krakauers Theorie des Films der Abschnitt Haupt der Medusa handelt. Auf die Theorie des Films folgte Krakauers letztes Buch Geschichte vor den letzten Dingen. Das Kino entließ Krakauer in die Geschichte und bewahrte sich so vor dem Fortschritt. Geschichte als etwas, in dem wir leben. Die Filme, die im Archiv lagern, wollen im Kino von einem Publikum im Alltag gesehen werden. Womit ich in meinem Vortrag am Ende hier und heute Abend angekommen bin und eben in einem Kino, wo Filmgeschichte immer auch wieder lebendig ist und fürs Publikum gezeigt wird und eben auch immer nach Möglichkeit in den Formaten, in denen sie gedreht wurden. Und das Filmprogramm kann jetzt beginnen, aber ich sage noch ganz kurz, was wir sehen werden. Okay. Die ersten beiden niederländischen Filme aus den 1920er Jahren zeigen Straßen in Rotterdam und Surabaya. Dokumente der Kolonialzeit und Augenzeugen einer Dynamik der Migration. Es folgt dann Nan Hoovers Film Waiting von 1985. Nan Hoover, die vielen nicht bekannt sein durfte, ist geboren 1931 im Staat New York und 2008 in Berlin gestorben. Sie war Malerin, Performerin, Film- und Videomacherin. Sie beschäftigte sich viel mit Licht- und Lichtinstallationen. Von ihren Super-8-Filmen, die 1977 bis 1979 entstanden, sagte sie, "These are short films about feelings of isolation." 1987 bis 1997 lehrte sie an der Kunstakademie Düsseldorf. Ihren 16mm-Film Waiting drehte sie 1986 und er wurde 1987 auf den Westdeutschen Kurzfilmtagen Oberhausen gezeigt. Das Licht und die Wahrnehmung von etwas im Licht und in der Dunkelheit bestimmten Nan Hoovers Arbeiten. "It is not so important how we look at something, but rather how we perceive. This can be done in a second and last decades or a lifetime." Der letzte Teil des Programms besteht aus zwei Filmen von Penny Siopis, Filmmacherin und Künstlerin aus Johannesburg. Für Siopis Filme ist nicht die eigene Kreativität entscheidend, sondern die Wahrnehmung von gefundenem Material. Amateurfilm, die Aufnahmen von Filmmomenten, die sich dann in Siopis Filmen zusammenfinden. In Prey montiert sie Texte und Film, eine gefundene Erzählung von Nadine Gordimer und gefundene anonyme Filmaufnahmen. Eine Flüchtlingsgruppe, die den Grenzwachen und den Raubtieren ausgesetzt ist. Der zweite Film Welcome Visitors montiert Musikstücke und Amateur- oder Wochenschau-Filmfragmente. Eine zerrissene Welt und ein sub- und transgesellschaftlicher Zusammenhalt erscheinen in den Filmen von Penny Siopis. So, und jetzt bedanke ich mich fürs Zuhören und wir sehen die Filme. Danke.